Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Payware-Add-on Wuppertal und fahren heute die Rücktour der Linie 604 hier von der Lenneper Straße wieder zum Barmen Bahnhof. Und das Ganze machen wir mit einem mitgelieferten Mercedes C2 LE. Dieser hat einen Euro 6 mit Bluetech-Einspritzung, Motor im Heck und dazu einen Automatikschalter von Void. So, und ich habe schon gesehen, dass die Leute rangerutscht sind, obwohl sie eigentlich hätten dort vorne am Einstieg warten sollen. Deswegen sind wir mal ein bisschen fies und fahren erst noch den Mü vor bis zum Einstieg und dann dürft ihr mit. Beziehungsweise ich mache dann die Hintertür mit auf, da könnt ihr an der zweiten Tür mit einsteigen. So, dann bitteschön, einmal einsteigen bitte. Und ich mache mir die Pfeile noch an. Danke. Steigt ja auch da hinten ein. Guten Tag. Sehr schön, man steigt auch in der zweiten Türe ein. Guten Morgen. Ach, jetzt kommen die alle vorgerannt zum Entwerter. Heute fahre ich gar nicht so weit. Ich brauche nur die Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Da muss ich mal gucken, dass ich die finde. Kurzstrecke wäre hier 1,70. Und du hast mir 2 Euro gegeben. Leider brauche ich eine andere. Du hast was von einer Kurzstrecke erzählt. Nee, halt. Die Klappe kann zubleiben. Ja, Moment. Das ist zurück. Da hatte ich hier noch eine Kurzstrecke. Dann bitte die. Danke. Ja, bitteschön. So, und da haben wir es doch genau geschafft. 6.43 Uhr ist Abfahrt. Dann würde ich auch sagen, die Dame möchte nicht mit. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal ganz gemütlich los. Guten Morgen. So, hier müssen wir ein bisschen genauer zielen. Oh, das passt eigentlich. Ja. Auf der Bleiche. Ach, wir müssen hier rein, okay. Interessante Wegführung. Dann einmal einsteigen, bitte. Guten Morgen. Einmal Preisstufe A, bitte. Das wären 92, bitte. Auch. So, Türe zu. Es ist nämlich gerade grün gewesen. Das fahren wir aber noch durch hier. So, und jetzt müssen wir uns wieder auf der Spur einfinden hier. Passt. Oh, hätte ich hier wieder halten müssen. Ah! Sorry, Leute. Ich lasse euch mal hier raus. Was ist denn das? Und vor allen Dingen... Sorry. Warum habe ich da keinen Pfeil davor, dass ich da rüber muss? Okay, für die Zukunft weiß ich's. Seid ihr jetzt rübergekommen? Nee, ihr kommt nicht rüber.
Sorry Leute, tut mir leid. Weiter geht's. Wenn dann die Ampel wieder grün ist. Mein Fehler. Guten Morgen. Hallo. Bekomme bitte Preisstufe A. 92 bitte. Dankeschön. Danke auch. Na nu, wer steht denn da noch? 90 will nicht mit. Man muss jetzt bloß aufpassen, dass wir sie nicht erwischen. Wenn wir jetzt wegfahren. Vorsichtig wegfahren. So, weiter geht's. Verkehrsunfall. Ich wüsste nicht woher. Brandströmstraße. Ich nehme ja auch nicht mehrere Videos hintereinander weg auf. Nein, alles tagesaktuell. Ja, stammt noch aus dem vorhergehenden Video, wo wir diesen kleinen Unfall da provoziert haben. Brandströmstraße ist das nächste. Wir müssen also jetzt nicht abbiegen, sondern geradeaus fahren. Da müssen wir mal die Spur wechseln, bitte. Und da wird es auch grün. Da ist ein Kollege. Hallo. Wenigstens mal Handzeichen geben, auch wenn ihr das nicht seht. Upsa. Einen Bordstein lassen wir bitte an der Straße. Der möchte nicht mitgenommen werden. Guten Morgen. Ein Erwachsenenticket bitte. Na, das wären noch einmal 92 bitte. Bitteschön. Ihr seid glücklich schon? Dann. Was denn jetzt wieder? Ich habe doch die Tür geschlossen. Sie wollte nicht die Türe. Das ist das ganze Hintergrund. So. Herzogbrücke. Guten Morgen. Lässt du mich raus? Dankeschön. Alter Markt.
Hat die Busspur eine eigene Ampel? Ich sehe keine, also fahre ich beim normalen Grün mit. Ach, wir müssen wieder hier rein. Okay, ich sehe es. Danke. Warum ruckelt das eigentlich hier? So doll ist die Bebauung eigentlich nicht, finde ich. Aber ich habe ja ein leichtes Ruckeln. Dann einmal Fahrgastwechsel bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Keine Fußgänger? Gut. Barmen Bahnhof. Oh, da sehen wir auch mal eine Schwebebahn. Sehr schön. Ups, was war denn das jetzt? Oh, das ist aber schön, dass wir grün bekommen. So, was ist denn? Es ist grün. Er fährt nicht. Warum fährst du nicht? Ach, das finde ich ja ehrlich gesagt nicht schön. Hinter uns ist hoffentlich niemand. Dann einmal das Ganze ein Stück rückwärts fahren. Dann machen wir das andersrum. Wenn jetzt wieder grün wird und du wieder nicht fährst, dann fahre ich links an dir vorbei. Mal ein bisschen Fahrplan einhalten, muss ich ja auch.
So, jetzt, wie sieht's aus? Du fährst wieder nicht. Dann müssen wir mal um dich drum rumfahren. Bitte mir dann nicht in die Seite fahren, weil es dir doch noch einfällt, dass du fahren musst. Dankeschön. So, wo müssen wir denn jetzt halten? Da vorne nicht. Wir sollen hier reinfahren. Gut, dann machen wir das auch. So, und dann habe ich festgestellt, wir müssen hier ein wenig mehr ausholen. Sonst kommen wir nicht rum. Jawohl. So, und da sind wir wieder am Bahnhof angekommen. Und das Ganze aussteigen, bitte. Fahrplan kommt, 36 Sekunden zu spät. Sehr schön. Dann einmal alle aussteigen, bitte. Warum lauft ihr durch den Bus? Finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Oh. Nee. So, machen die Türe noch zu da hinten. Ja, und dann war das jetzt schon die Rücktour der Linie 604 von der Lenneper Straße wieder hierher zum Barmener Bahnhof. Ja, kurz und knapp. Als nächstes fahren wir die 608 und dann werde ich mir mal einen Gelenkzug vom Hof holen. Das werde ich jetzt offline tun. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns dann hier am Barmener Bahnhof wieder mit der Linie 608 im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.